War es gut? Also ich fand es super. Ich habe zum ersten Mal neben Tom ein komplettes Spiel erlebt. Und es wäre noch besser gewesen, wenn wir gewonnen hätten. Und wenn der Tom nicht da unten in diesem Dreieck unter der Unterlippe ein Barthaar gehabt hätte, das nach oben steht. Ein weißes, das einzig weiße Barthaar. Ihr seid übrigens bei Feuer und Flamme, dem FCA-Podcast. Direkt aus der WWK-Arena nach dem, ja, wir sagen es, wie es ist, nach dem enttäuschenden 1:1. Wir hätten uns einfach den Sieg gewünscht. Ja, und jetzt sind wir, weil wir nicht mehr drüber schlafen wollten und euch sofort versorgen wollten mit den neuesten Infos, direkt nach dem Spiel hier zugange. Tom, servus. Hallo zusammen. Du hast dir aber trotzdem was aufgeschrieben in dein kleines Fleißbüchlein. Ja. Der kann ja nicht ohne, oder? Der kann es aber nicht mehr lesen, weil er hat eine Bierdusche übers Buch und seine Herrenhand. Also wir müssen das kurz noch abklären vorher. Ihr beide wart im VIP-Bereich, habt euch das Spiel mit Kopfmassage und Bier- und Weinschorle angeschaut und ich habe gearbeitet, richtig? Wobei ich dazu sagen muss, beim Reingehen ist schon aufgefallen, dass ein Tom das mit jeder Faser seines durchtrainierten Lives widerstrebt, in den VIP-Bereich zu gehen. Aber er hat es natürlich gemacht, weil wir ja heute senden müssen, weil wir euch die letzten zwei Wochen, mit euch meine ich unsere treuen 5000 regelmäßigen Hörer, enttäuscht haben. Und deswegen haben wir gesagt, heute kommen wir, so schnell es irgendwie geht. Ja. Und er ist mitgegangen. Das ist normalerweise nicht so ein Ding. Ja, das ist also tatsächlich im VIP-Bereich fremdlich so ein bisschen. Maxi, du weißt es, mein erster Besuch im VIP-Bereich endete mit einem fetten Eklat. Darf ich erzählen, was er war? Sehr gerne. Ja, erzähl mal. Tom, der seit 120 Jahren irgendwie in der Journalie tätig ist, trinkt drei Bier, geht aus dem VIP-Bereich raus und zückt vorher seinen Geldbeutel und will bezahlen. Das war so geil. Das ist kein Witz. Aber das ist halt eine ehrliche Haut, weißt du? Ja, habe ich auch gesagt, das ehrt ihn. Keine Freibierlätschen. Nein, ich versuche, Mann des Volkes zu bleiben. Aber zuallererst herzlichen Dank an den FC Augsburg, der mir diese VIP-Karte überlassen hat. Und dann durfte ich neben Maxi also dieses Spiel schauen. Wir werden uns gleich noch ausführlich darüber unterhalten, was wir auf diesen Plätzen, die wir hatten, noch erlebt haben. Es war wirklich eine wunderschöne Situation. Wo wart ihr denn gesessen ungefähr? Ich glaube, es ist der C-Block, oder? Ich glaube, E ist auf Höhe der Eckfahne. Über von der Gegend, genau. Ja, okay. Also wir haben auf jeden Fall die erste Halbzeit sehr gut im Blick gehabt, weil der FC Augsburg in der ersten Halbzeit sehr stark auf das Tor gespielt hat, das wir bestens im Blick gehabt haben und dann ja auch das erste Tor erzielt hat. Insgesamt eine schwungvolle Anfangsphase. Er hat schwungvoll gesagt. Schwungvoll. Ja. Schwungvoll. War schwungvoll. Schwungvoll, schön, ja. Würde ich unterschreiben. Ja? Na, wirklich. Also es war mit viel Zug. Man hat schon gemerkt, da soll jetzt was gehen in diesem Heimspiel. Und ich finde, die erste Halbzeit war auch eine ganz gute erste Halbzeit für ein Heimspiel. Natürlich würden wir uns alle wünschen, dass die Dinge in dem Heimspiel noch dominanter laufen, ne? Dass man noch mehr Druck aufbauen kann. Aber in Anbetracht der Lage, in der sich der FC Augsburg befindet und in Anbetracht der Form auch, die die Mannschaft hat, war diese erste Halbzeit okay, würde ich sagen. Ich würde noch weitergehen, denn ich finde, damit habe ich dich auch gelangweilt, ich finde, es war in der ersten Halbzeit wie ein Pokalspiel. Wir waren einfach eine Klasse besser als Bielefeld. Fand ich auch. Fandest du Arminia Bielefeld auch? Also ja, ich fand sie erschreckend, nicht schlecht, das ist das falsche Wort, aber sehr zurückhaltend. Aber auch, Rolf, weil wir echt gut waren. Also ich fand, dass wir richtig gut waren. Ja. Und wir hatten natürlich schon in der ersten Halbzeit zwei Mega-Saves von Ortega, dem Bielefelder Torwart. Sonst hätten wir da auch schon vielleicht ein bisschen höher geführt. Mhm. Und wenn man dann eben erlebt hat, nach einer von mir aus euphorischen Halbzeitpause, wo ich mir nochmal ein Weinschorle gegönnt habe, habe mir gedacht, verlieren wir niemals das Spiel. Aber wir kommen dann eben raus und dann hat mir Tom schon gesagt, jetzt wird es ein bisschen eng. Die haben ein bisschen umgestellt. Du bist ja der Taktikfuchs. Was haben die gemacht? Es war nicht viel. Aus unserer Warte ist es immer so ein bisschen, also aus der Warte, aus der wir jetzt geguckt haben, ist es dann tatsächlich ein bisschen schwierig, so taktische Feinheiten genau zu erkennen. Aber der Präsident des FC Augsburg, Klaus Hofmann, war gerade da und hat das nochmal fein ziseliert auseinandergenommen, was da taktisch dann genau umgestellt wurde. Ja, ich habe auch gesehen, dass es eine Dreierkette war. Wie breit die jetzt auseinandergestanden sind, das hat er uns jetzt gerade nochmal genauer gesagt. Und im Prinzip hat Bielefeld das gemacht, was man macht, wenn man keinen Zugriff hat, nämlich das Spielsystem des Gegners spiegeln. Ja, einfach schauen, was spielt der Gegner. Wir haben eine Dreierkette gespielt, offensiv, Fünferkette offensiv, Dreierkette defensiv. So, und dann sind die Dinge halt ein bisschen
schwieriger geworden für den FC Augsburg, weil Bielefeld mehr Zugriff hatte, wie man jetzt in der Fußballersprache Neudeutsch so sagt, heißt nichts anderes, als dass Zweikämpfe geführt werden müssen, dass zweite Bälle, die in der ersten Halbzeit nahezu ausschließlich beim FC Augsburg gelandet sind und dadurch dann wieder gefährliche Situationen entstanden sind, dass das in der zweiten Halbzeit halt nicht mehr der Fall war, weil einfach Bielefeld dann immer ein, zwei Mann hatte, die in den Zweikämpfen so präsent waren, dass sie dann diese Bälle auch erobert haben und dann auch einen recht klugen Spielvortrag hinbekommen haben. Denn in der ersten Halbzeit war die Passquote beim FC Augsburg deutlich über der von Bielefeld. Bielefeld hat ja nicht stattgefunden in der ersten Halbzeit, muss man ehrlich sagen. Ja. So. Und in der zweiten Halbzeit haben die das aber ausgeglichen. Also am Ende steht die Passquote bei beiden Mannschaften bei 72%. Das ist jetzt bei weitem nicht super, aber da hast du gesehen, Bielefeld hat halt da draufgelegt, einfach weil sie mehr Zugriff hatten, weil sie mehr Bälle gewonnen haben und weil sie dann die Möglichkeit hatten, einfach die Bälle auch zum eigenen Mann zu spielen. Und das war dann für den FC Augsburg fast schon paralysierend, möchte man sagen, weil dann eben die Zweikämpfe nicht gewonnen wurden und dann kamen so leichte Angriffswellen, die waren jetzt auch nicht super gefährlich. Also ich habe jetzt auch in der zweiten Halbzeit eher das Gefühl gehabt, dass wir uns im Plauderton nett unterhalten hatten auf der Tribüne, aber es jetzt ja nie so war, dass du gesagt hast, oh, die brechen jetzt irgendwie durch und bauen jetzt so richtig Druck auf. Aber du hast schon gemerkt, mit zunehmender Spieldauer hat sich dann einfach eine Dynamik entwickelt in Richtung der Bielefelder, die dann schwer zu stoppen war. Und mir war dann eigentlich auch klar, Rolf, mir war eigentlich dann auch klar, dass wenn wir jetzt nicht irgendwann aufwachen und irgendeiner aus unserer Mannschaft, der Typ, der uns ja ein bisschen fehlt, sagt, hey Jungs, Alter, wir können hier nicht gegen diese Mannschaft, den können wir nicht alles überlassen, dass dann vielleicht irgendwann am Schluss ein blödes Tor fällt. Wie das Tor dann gefallen ist, es war ein wunderschönes Tor. Wie hieß der Spieler, Tom? Das ist nicht ein Spieler, den nur du aussprechen kannst, aber Laursen, oder? Larsen. Sag mal richtig. Barrett Larsen. Jacob oder wie hieß er? Jason Jacob. Völlig egal. Der wird Barrett auf jeden Fall noch Larsen. Nicht oft so ein Tor geschossen haben. Der war natürlich nicht gut geklärt und der schießt ihn dann rein. War ein wunderschönes Tor. Und man muss natürlich am Ende des Tages auch sagen, auch wenn wir noch zwei Abseitstore dann erzielt haben, weil man hat gesehen, wenn wir offensiv spielen, kriegen die wieder Probleme, dann haben die das verdient, dieses Tor. Und das, was du vorhin gesagt hast mit den zweiten Bällen, stimmt absolut auch, weil die Mannschaft, die es mehr will, der fallen die Bälle vor die Füße. Ja, und das hat man in der zweiten Halbzeit schon gemerkt, dass Bielefeld das einfach will. Das die wollten scheiße. Den Ausgleich zumindest mal und das hat man schon gemerkt. Ja, also mir ging das schon so. Ja klar, aber es ist ja immer noch Wettbewerbsfußball. So, natürlich kannst du nach so einer Halbzeit, die du ablieferst als Arminia Bielefeld, kannst du auch nicht sagen, ja gut, dann spielen wir halt mal so weiter. Also, klar, dann wird gewechselt, dann kommt Schröck. Auch ein Mann, der am Ball einiges kann, der einen Ball auch mal runterstoppen kann. Schöpf, meinst du? Schöpf. Genau. Genau, und es ist einer, der kann natürlich den Ball am Fuß ein bisschen halten und dadurch hast du gemerkt, haben die Bielefelder einfach mehr Passsicherheit oder mehr Raumvorteile bekommen und dann hat mir ehrlich gesagt einfach so dieses zündende, auch emotionale Element gefehlt beim FC Augsburg, nachdem wir natürlich auch seit Wochen und Monaten suchen, nämlich dass dann Führungsspieler vorangehen und mal kurz die Mannschaft aufrütteln und mal sagen, okay Jungs, die sind jetzt ein bisschen besser, so dann müssen wir noch mal ein bisschen mehr dagegen halten, sondern aus dieser ersten Halbzeit ist, ich möchte es nicht unterstellen, aber es hat zumindest den Anschein gemacht, eine gewisse Bräsigkeit erwachsen, die dazu geführt hat, dass es eher in den Verwaltungsmodus ging oder eher dahin ging, dass man gesagt hat, naja, wir waren doch spielerisch und rein fußballerisch besser. Überlegen. So, wir sind doch die besseren Fußballer. Und ich habe so ein bisschen zugehört, als du mit Mats Petersen gesprochen hast. Und ich hatte den Eindruck, bei einer Antwort hat er auch gesagt, so, wir wussten doch, dass wir auch am Ball besser sind, dass wir die besseren Fußballer sind. Habe ich es falsch verstanden? Ja, hat er schon gesagt. Ich hatte ja die Hoffnung, es gab ja die Szene, als André Hahn auf Ortega gelaufen ist und sie so ein bisschen provoziert hat und Ortega ihn fast mit einem Faustschlag umgehauen hätte, wo Ortega kein Gelb kriegt. Hahn kriegt die Gelbe und Stefan Reuter kriegt dann wegen aufständischem, Hinweisen, dass der Ortega bitte auch eine gelbe Karte bekommt, selber eine. Hast du das gesehen? Weil ich dachte, dass Markus Weinzierl eine gelbe Karte bekommen hat, weil es dieses höhnische Klatschen gab, für das Christian Streich schon verwarnt wurde. Es war der vierte Schiedsrichter, der den Hauptschiedsrichter darauf hingewiesen hat, dass Herr Reuter etwas... Der Grund dafür von Stefan Reuter, er wollte natürlich die Mannschaft aufwecken damit. Ich glaube auch und ich habe persönlich jetzt auch nicht so ganz verstanden, warum Ortega keine gelbe bekommen hat. Das hat der Schröder, der Schiedsrichter, ein bisschen anders eingeschätzt. Ich hätte jetzt gesagt, okay, dann beide, dann ist es auch okay. Und da war ja wirklich jetzt, dann hast du gemerkt,
okay, jetzt ist Feuer im Spiel. Nicht viel, aber mehr als vorher. Und da habe ich mir gedacht, jetzt könnte diese Szene gekommen sein, oder das war die Szene, wo wir dann sagen, hey, jetzt aufwachen, Leute, aufwachen, aufwachen. Genau, der Funke muss dann überspringen, ja, genau. Das ist nicht passiert. Aber man muss natürlich letztendlich auch sagen, bei diesem Spiel, und ich würde das Spiel dann danach auch abhaken, weil Tom und ich noch so viel erlebt haben da in diesem... Wir haben noch viel zu erzählen, meinst du? Ja. Meinst du Gossip? Ja, Gossip auch und auch noch andere Dinge. Ja, ja, gerne. Ich glaube einfach, dass der Schiedsrichter nicht dran schuld war und keiner dran schuld war. Es ist völlig unverständlich, nach einer guten Leistung gegen Arminia Bielefeld in der ersten Halbzeit und einer 1-0-Führung dann das Spielen einzustellen. Und deswegen haben wir am Ende verdient zwei Punkte verloren bei diesem Spiel. Trotzdem finde ich, müssen wir noch sprechen über Reece Oxford. Oh ja, das Bombentor. Erstens, also zum einen unfassbar schönes Kopfballtor. Ja. Herrlich, steigt er da hoch, setzt sich super durch. Wuchtiger Kopfball. Und mich freut es einfach wahnsinnig für Reece, weil ich habe es schon öfter auch bei uns im Podcast ja gesagt, ich mag ihn als Typ wahnsinnig gern. Ich habe ihn kennenlernen dürfen und das ist ein ganz höflicher, feiner, junger Kerl. Mhm. Also der wirklich auch in den Raum kommt und sich nicht irgendwie wichtig nimmt, sondern der mit zuhört, der auch nachfragt, der wirklich Interesse hat an den Dingen, die man mit ihm besprechen will. Wir haben uns ein bisschen über seinen Musikgeschmack ausgetauscht. Ich habe ihm mal einen Künstler empfohlen, den er nicht kannte. Und welchen ich denn? Loyal Kana. Den kennt ja jeder, oder? Kennst du doch auch, oder? Ich glaube, dass er ihm in Wirklichkeit Hartmut Engler empfohlen hat. Ich habe ihm einen meiner Lieblingskünstler, Loyal Kana, empfohlen, ein Londoner Hip-Hop-Act, den er nicht kannte. Und als ich ihn dann wieder getroffen habe, habe ich ihn gefragt, ob er ihn denn gehört hat. Und er hat gesagt, nö. Yes. Also natürlich, weil was willst du von einem Typen wie mir auch noch eine Musikempfehlung annehmen? Aber nein, ist wirklich ein herausragend guter Typ. Und heute erstes Profitor, so viel kann man wirklich mal sagen. Also ich habe es nochmal nachgeguckt, erstes Bundesligator war klar, aber hat auch ansonsten halt in der dritten Liga in England gegen die U23 von Reading oder sowas getroffen oder hat bei der U23 von Reading gespielt oder irgendwie so. Also ein Meilenstein auch für ihn in der Karriere und unglaublich schön, dass er das heute auch vor der heimischen Kulisse nochmal unter Beweis stellen konnte, was das für ein unglaublich guter Innenverteidiger ist und wie kopfballstark der auch im gegnerischen 16er sein kann. Und das ist eine Bombenverpflichtung gewesen, muss man wirklich sagen. Er war natürlich in der Anfangszeit fahrig, er hat sich nicht ausgekannt in dieser Liga. Ja, aber das ist halt so. Und dann hat er aber ja die Mentalität und das Talent, sich reinzuarbeiten in diese ganze Geschichte. Und das ist ja das Tolle. Aber Tom, du musst dir ja auch mal tatsächlich vorstellen, er war ja ungeliebt, er war ja fast verhasst, weil er ja so viele Fehler gemacht hat, die uns auch Punkte gekostet haben. Und dann haben aber Michael Ströll und Stefan Reuter haben uns immer gesagt, hey, der kann es wirklich, der kann wirklich kicken. Und du musst dir mal vorstellen, er kommt aus London und kommt nach Augsburg. Und dann spielt er hier beim FCA und beißt sich irgendwie durch. Und mir macht es auch so unglaublich Spaß, ihm zuzuschauen, weil er so wahnsinnig elegant ist. Also es ist wirklich toll. Und er war heute mit Abstand der beste Mann auf dem Platz, finde ich. Ja. Und mich freut es total für ihn. Also ich hoffe, dass der noch sehr lange beim FCA bleibt. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass wenn er nicht mehr beim FCA bleibt, dass er uns die Kasse voll macht. Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Ich muss jetzt immer ganz blöd fragen. Das war doch ein Eckstoß. Genau. Ja. Es gab ja nach ein paar Minuten, hat es ja schon 5 Ecken gegeben für den FCA. Und wir haben eine Ecke mit Tor. Mhm. Das war ja eigentlich das noch Besondere als Hervorhebung. Das ist ja Wahnsinn. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Der eine, ich habe schon gesehen, wo das Tor von Reece Oxford gefallen ist, hat er auf einmal sein Handy irgendwie durch die Finger flitzen schon, lassen. Ne? Erstes Tor. Du weißt jetzt, dass das erste Tor nach einer Ecke ist seit 119 Jahren. Also, hast du geguckt, wann war das letzte Mal? Ich wissen wir gar nicht. Geguckt, weil der andere ist. Also die Standardkönige sind wir ja nicht. Nein, das kann man jetzt nicht behaupten. Aber Markus Weinzel hat auch auf einigen Pressekonferenzen schon betont, dass Jonas Scheuermann, der Co-Trainer des FC Augsburg, für die Standards zuständig ist und dass er sehr überzeugt ist davon, was Jonas Scheuermann da macht. Also insofern Jones, glaube ich, nennen sie ihn in der Mannschaft. Geil. Jonas ist so geil. Ich glaube, mit einem, was war das, Achillessehnenriss? Ja, der mit diesem, wie heißt das, mit der Schiene jetzt rumgelaufen, hat es die gleiche Frisur wie Rolf. Ja. Ist ihm auch völlig egal gewesen, ob er da eine Schiene hatte, er hat genauso rumgeschrien. Also genau, da kann man drauf aufbauen, wie man so schön sagt.
Ja, dann geben wir uns halt jetzt zufrieden mit einem Punkt. Schlechter als gar keiner. Natürlich trotzdem saubeschissen, dass wir sagen es einfach, 2 Punkte hergeschenkt haben. Das ist einfach so. Und ja, die Tabellensituation ist ja nicht die beste. Super geil. Also wir können jetzt ja mal nochmal live drauf gucken. Ich habe ja gar nicht mehr geguckt, ne, auf die Tabelle. Mich interessiert das ja erst so relativ zum Schluss. Und das ist halt das. Also Bochum ist jetzt vorbei am FC Augsburg. Der FCA ist jetzt 16. als Relegationsplatz mit 6 Punkten nach 8 Spielen. Da hatte man sich mehr erhofft, ja. Auch durch die Weinzierl-Euphorie. Und es hakt aber tatsächlich im Spiel des FC Augsburg am Spielvortrag, auch über die zentralen Positionen. Die Sechserposition ist ein Thema. Ich persönlich fand den Ansatz gegen Dortmund wahnsinnig gut mit 2 eher defensiven Sechsern, aber auch mit 2 Stürmern, mit einer Dreierkette, fand ich gut. Das ist so ein bisschen das System von Atalanta Bergamo, die damit mittlerweile in der Champions League auch realisieren und auch in der italienischen Liga wirklich für Furore sorgen. Allerdings haben die natürlich auch ein bisschen anderes Spielermaterial, das muss man schon auch sagen. Dennoch, ich mag dieses System, dieses 3-2, also in der defensiven Sechserposition 2 Spieler, weil ich finde, du hast als Mannschaft immer in allen Mannschaftsteilen Zugriff auf das Spiel. Mhm. Und heute haben wir es wieder mit einem Sechser versucht, mit Tobi Strobel, und das war dann in der zweiten Halbzeit einfach zu luftig. Was an dem war Punkt. Denn mit Dorschi eigentlich? Weiß man da was? Und jetzt versuche ich, die Gossig-Überleitung zu schaffen. Oh. Du sagst aber, wann es vorbei ist, ja, sportliche. Das entscheidet Tom. Ja, wir haben eigentlich alles. Alles drin. Wir haben alles. War krank. Einer von den beiden hat immer Halsweh. Ja, also gut. Dorschi oder Arne Meier, die ich ja aus der Entfernung nicht mehr auseinanderhalten kann. Sind sehr ähnlich, ne? Einer hat immer Halsweh und mir geht es scheinbar nicht als einzigen so, dass ich die nicht auseinanderhalten kann. Gut, dann schließen wir jetzt das Spiel ab und ich weiß noch nicht, was kommt. Dann lasst mich doch jetzt mal teilhaben und unsere Abonnenten auch. Was ist denn so neben eurem Sitzplatz so passiert? Wir müssen jetzt auch schon aufpassen, dass wir fair bleiben. Also wir haben von jemandem im VIP-Bereich erfahren, dass die Freundin von Robin Hack, das ist ein sehr talentierter Mittelfeldspieler, ein Offensiver, der mittlerweile bei Bielefeld spielt, früher bei Nürnberg war. Den habe ich doch heute angesagt. Genau der. Und den Namen hast du übrigens ganz wunderbar ausgesprochen, fehlerfrei. Der hat eine Freundin, ja? Ja. Und diese Freundin hat früher auch schon irgendwie Arne Meier und auch Dorschi gekannt. Und wir sitzen, also Tom und ich, in diesem C-Block und haben die Geschichte irgendwie von demjenigen, der uns hier erzählt hat, noch im Kopf. Und hinter uns waren Leute gesessen, die sich beim 1-0 überhaupt nicht gefreut haben für Augsburg. Ja. Dann drehe ich mich um und sage, was ist mit euch los? Seid ihr aus Bielefeld? Ja. Und haben die ein bisschen geredet, hatten aber einen Dialekt, kamen aus Pforzheim, hat sich herausgestellt. Okay, okay. Ja. Und dann wollten wir ein bisschen, oder ich eigentlich, du nicht so, weil du warst beschäftigt. Tom mit hat sich aufs Spiel. Also, okay. Auf jeden Fall haben wir dann ein paar so fußballspezifische Bielefeld-Fragen gestellt und haben gemerkt, die haben es gar nicht so mit Fußball. Und irgendwann erzählt uns dann die Frau hinter uns, dass ihr Schwiegersohn bei Bielefeld spielt. Ah. Ein gewisser Robin Hack. Dann sind Tom und ich gleichzeitig die Schuppen von den Augen gefallen und wir wussten, ja, okay, also das ist eine junge Frau, die irgendwie mit Fußballspielern gut auskommt. Aber das war nicht das Einzige, denn Tom hat dann in der Halbzeitpause rausgefunden, wer die Dame ist. Erzähl mal. Also die Dame ist Influencerin. Also Moment, dass ich es nochmal richtig verfolge. Ja. Die Freundin von Robin Hack ist nicht die Dame, die ihr jetzt gerade angesprochen habt. Nein. Das war die Mutter. Und wir reden jetzt von der Mutter, die Influencerin ist. Nein, wir reden von der, also wir reden von der Tochter. Von jetzt reden wir wieder von der Tochter. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn ich jetzt den Namen droppe, dann wird es nochmal für 200.000 Likes, 200.000 Follower sorgen, weil die junge Dame hat schon 550.000. Okay, dann drop mal den Namen. Ja. Melissa Deines. Also falls jemand für Cat- oder Dog-Content auf Instagram ist, gerne mal vorbeischauen, Like da lassen. ist eine gute Geschichte. Nein, also der Hund ist auch krank. Hund ist war sie selber nicht da. Genau, sie konnte also nicht da sein, musste influenzen am Nachmittag. Also Melissa konnte ihren Robin Hack nicht unterstützen heute im Stadion, weil sie eben im Influencer-Business tätig sein musste heute Nachmittag. Und eben jetzt war die Schwiegermutter da. Genau, die Schwiegermutter. Also ihre Mutter. Ihr merkt, ich komme nicht mit, aber jetzt... Das ist auch eine verworrene Liebesgeschichte. Ja, das ist so ein bisschen Love Island für... Was ist denn passiert dann eigentlich mit der Mutter? Also die Mama war Herz allerliebst, Wunder, also wirklich, war ein wunderschönes Gespräch, das wir mehrmals angestoßen hatten. Und auch dann in der zweiten Halbzeit wurde es dann auch ein bisschen, also wussten wir dann auch, wer sie ist und wussten dann so ein bisschen die Hintergründe. Und
Die warten dann übrigens aktuell darauf, dass du den Podcast hochlädst, weil wir haben erzählt, dass über 7500 Leute jede Woche den Podcast hören und dass der jetzt dann gleich hochgeladen wird. Die sitzen auf dem Weg im Auto nach Pforzheim und warten auf den Podcast. Ja, das mache ich jetzt gleich. Aber jetzt, ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr jetzt das hier erzählt, dass ihr die Frau getroffen habt. Da muss doch noch was kommen. Wir haben das vorher im VIP-Bereich erfahren und haben uns gedacht, na stimmt, die Geschichte wird ja viel erzählt und nicht. Und dann sitzt die Frau, die Schwiegermutter von der jungen Dame, sitzt direkt hinter uns und dann ist die Dame auch noch mega prominent, wie ihr jetzt dann auch bald alle wisst. Es war für uns, vielleicht muss man dabei gewesen sein. Ich weiß aber es nicht. Vielleicht könnt ihr mal die Elfer Insta-Seite droppen. Weißt du, wenn die so ein Shoutout macht, so ein schönes und wäre gut. Ja. Also Melissa, falls du uns hörst, Rolf unterstrich Störmann, dann haben wir den Trompete. Tom Prete. Und Elfer Augsburg. Elfer unterstrich Augsburg. Und jetzt in dem Moment, wo ich Elfer sage, geht das Licht im Stadion aus. Das kann kein Zufall sein. Ja. Jetzt hätte ich noch ein Thema. Ja, noch eins. Am Dienstag ist die Mitgliederversammlung bei Augsburg. Ja, genau. Da wird der Aufsichtsrat des e.V. bestätigt. Es stehen Leute zur Wahl und sind nur alle Mitglieder aufgerufen, irgendwie zu dieser Wahl zu kommen. Die ist, glaube ich, auf der Gegengerade hier im Stadion, im Außenbereich, weil man das noch nicht wusste, was man darf und was man nicht darf. Du bist Mitglied, Rolf? Ich bin Mitglied. Tom, bist du Dienstag Mitglied oder bist du dir weiterhin deine Das kommt jetzt schwer auf den weiteren Verlauf des Abends an. Wenn Michael Stroll den Mitgliedsantrag dabei hat, würde ich nach diesem 1:1 heute, weil die Lage prekär ist, würde ich sagen, komm, dann. Festgelagert, hätte ich gesagt. Aber mit Sicherheit dabei. Ja, also was wolltest du dazu noch erzählen? Ja, es geht mir nur darum, irgendwie dass zu sagen, dass man hingeht. Ja, es ist ja ganz wichtig, weil es ist ja die Mitgliederversammlung des e.V., also des eingetragenen Vereins, der ja immer noch die Stimmenmehrheit hat vom FC Augsburg. Und es stehen zum zweiten Mal, glaube ich, bei den Mitgliederversammlungen stehen nicht nur die aktuellen Aufsichtsräte zur Wahl, sondern auch noch zwei andere Kandidaten, die sich da eben bewerben. Und ja, ich kann nur alle Mitglieder aufrufen, da vorbeizukommen und auch zu wählen. Und wenn ich jetzt noch in Amt und Würden wäre bei dem Verein, dann würde ich mir wünschen, dass die Leute, die den Verein auch nach Corona so übergeben oder überlassen haben, wie er dasteht, nämlich gut finanziell, dass man die einfach weiterarbeiten lässt. Und ich bin gespannt, wie viele Menschen da kommen auf so eine Mitgliederversammlung. Wie viele Mitglieder haben wir denn beim FCA mittlerweile? Weiß das jemand? Ich weiß es nicht auswendig. Wir haben um die 20.000 Mitglieder an dem Tag, wo ich den Verein verlassen habe als bezahlter Funktionär. Da waren es 1.400, glaube ich. Den Zusammenhang deiner Demission und des deutlichen Anstiegs des Mitgliederbeitrages für den Verein, das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber ich glaube, diese Mitgliederversammlung wird in vielen Aspekten eine ganz besondere. Erstens findet sie draußen statt. Das ist zu dieser Jahreszeit eine kleine Herausforderung für alle, die es mit dem Verein halten. Geht um 18 Uhr los, glaube ich. Mhm. Also da geht es noch, aber könnte ein langer Abend werden. Also wer schon mal Jahreshauptversammlungen, Mitgliederversammlungen erlebt hat, es gibt natürlich, also satzungsgemäß und wie so eine ordentliche Mitgliederversammlung abzulaufen hat, gibt es halt einfach ein paar Tagesordnungspunkte, die abgearbeitet werden. Und dann gibt es die Möglichkeit, auch von allen Mitgliedern, jede, die da ist, die Möglichkeit, dann sich auch zu äußern und Fragen zu stellen. Oder am Ende dann, genau, weil wenn man Anträge hat, hätten die also Anträge mit der Einladung oder vor der Einladung eingereicht werden sollen. Aber es ist ja vor allem auch, letztes Jahr gab es ja keine wegen Corona, deswegen müssen ja auch 2 Jahre mehr oder weniger aufgearbeitet werden. Und eins möchte ich fast auch noch sagen, meine Frau Irene wurde vorgeschlagen, in den Ehrenrat gewählt zu werden und hat da, glaube ich, keine Gegenkandidaten. Deswegen suche ich händeringend noch nach jemandem, der mir Visitenkarten druckt. Markus Werner Graf, Ehrenratsgemahl. Ehrenratsgemahl. Ich freue mich so für Sie und ich hoffe, dass Sie gewählt werden. Bin auch überzeugt davon und ist eine tolle Sache. Ja, sensationell. Wisst ihr, was mich zum Abschluss dieses Podcasts noch ganz besonders gefreut hat? Dass ein kleiner Teil unseres Kids-Clubs wieder die Ehrenrunde gelaufen ist zur Hymne. Das fand ich sehr ergreifend, weil es war einfach so lange nicht mehr zu sehen. Und dann waren sie wieder da, auch wenn es nicht alle waren, aber ein paar haben sich gemeldet, durften sich bewerben. Und dann sind die ja mit Masken rumgezogen. Das fand ich schon sehr schön. Auch die Stehtribüne ist wieder da. Es hat so ein bisschen Feeling von damals, wie komisch sich das anhört, gell? Gott sei Dank. Ja. Dann haben wir noch was? Natürlich am Freitag das nächste Spiel. Ach so, das müssen wir ja noch. Das müssen wir ja noch. Das ist natürlich eine eng getaktete Woche. Ja, sehr, sehr eng.
deshalb, ja, schnell Kräfte bündeln. Das war schon auch ein hartes Spiel. Der FC Augsburg ist in der ersten Halbzeit gut und viel gelaufen. In der zweiten Halbzeit auch, aber viel hinterher. Gelaufen. Ja, genau. Und entsprechend heißt jetzt regenerieren. Gucken, dass Niklas Dorsch zum Beispiel dann auch wieder fit wird und dass Markus Weinzierl noch mehr Optionen hat. Alfred Finnbogason war heute wieder mit dabei, eingewechselt. Jan Moravec eingewechselt, fast ein Tor geschossen. Davor allerdings die Klärungsaktion, hat ein Tor geschossen, aber leider aberkannt durch eine Abseitsstellung. Davor der Klärungsversuch vor dem 1:1 ja. mit dem Kopf in die Mitte. Da hat es danach dann übrigens zwischen Jeff Raulu und zwischen Jeff und Daniel Caligiuri so einen kurzen Disput gegeben, wer denn jetzt eigentlich auf denjenigen, auf den Lautesten hätte drauflaufen sollen, um den vielleicht zu blocken. Mhm. Also es ist noch ein bisschen Spiel nach oben. Man darf noch ein wenig. Überhaupt? Nach Mainz. Und was war beim letzten Auswärtsspiel in Mainz? Weiß ich nicht. Das weißt du sehr wohl, wenn ich es dir sage, denn wir haben da irgendwie die Klasse am Ende gehalten mit dem Torwartfehler von Zehntner, dem Torwart von Mainz, und haben da eben gewonnen. Kurz bevor Mainz dann diesen Lauf gehabt hat, der ja fast bis heute anhält. Ja. Und deswegen wird das ein sehr, sehr schweres Spiel, aber schauen wir mal, was passiert. Freitagabend, 20.30 Uhr, Flutlichtspiel in Mainz, eklige Nummer. Oder im Elfer. Oder im Elfer. Und das wird hoch dramatisch, glaube ich, wirklich. Weil Mainz hat eine Mannschaft, die sich gefunden hat. Mainz auch. Da gibt es einen ekelhaften Witz, den kann ich jetzt nicht mehr. Bitte, jetzt keine Wortspielwitze mit Mainz, brauchen wir nicht. Nee, Herr Ehren, die ganzen deine Sachen schon so heute. Herr Ehrenratsgemahl, ich bedanke mich. Ehrenratsgemahl ist mega, wird ab sofort eingeführt. Rolf, in wie vielen Stunden klingelt dein Wecker? Um 3.20 Uhr, jetzt ist es? Ja. 23.20 Uhr. Gute Frage. Ja. Nee. Es jetzt ist 8:30, ich kann das nicht ausrechnen. Ja, kurz vor 8:30, sagt meine Robert. Genau, jetzt gehen wir ins Bett. Genau das richtige Wort. Jetzt rauchen wir noch eine. Ich rauche zwar nicht, aber Servus beieinander. Ciao, danke. Und Grüße an Melissa natürlich. Ja, liebe Grüße. Ciao. Ja, ja.